Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pierre Frank und das hier ist mein Videoblog. Und heute möchte ich mit euch über ein sehr wesentliches Thema sprechen, nämlich über eine Institution, die wir alle in uns haben und die eine super Kraftquelle ist, nämlich unsere Intuition. Und weil das so wesentlich ist, möchte ich auch nicht nur ein Video, sondern mehrere Videos machen, also so einen kleinen Minikurs, wo ich euch zeige, was ist Intuition eigentlich und wie kann ich das lernen, wie kann ich das üben, wie kann ich das in meinem Leben integrieren. Und weil das eben so wesentlich ist, vor allem gerade auch in meinem Leben, ich ganz stark nach meiner Intuition gehe und damit super gut fahre, möchte ich euch gerne ein bisschen an meiner Erfahrung teilhaben lassen. Und eben in so einem kleinen Minikurs mit euch gemeinsam das ein bisschen erarbeiten, damit auch ihr diese wundervolle Intuition für euch zur Verfügung habt. Also, was ist Intuition eigentlich? Normalerweise, wenn wir Entscheidungen treffen, treffen wir sie ja aus unserem Verstand heraus. Also wir wägen ab, wir schauen, was gibt es für Vor- und Nachteile. Wir überlegen uns rational. Das heißt, wir schauen, wie lief es bisher eigentlich immer ab. Das heißt, unser Verstand ist eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich, was in der Vergangenheit abgelaufen ist, und der geht natürlich davon aus, das wird dann auch in der Zukunft so sein. Das heißt, unser Verstand analysiert die Vergangenheit und schaut, oh, wie war es denn da, und sagt dann, wird das auch bitte schön künftig genauso sein. Und wenn dann plötzlich neue Situationen kommen, die wir gar nicht kennen, vielleicht gar nicht kennen können, dann wird unser Verstand natürlich eher eingrenzend sein und warnend und nee, lieber nicht. Also der Verstand ist eher, er möchte gerne eher bewahren und eingrenzen, als mutig irgendwie aus der Komfortzone herauszutreten. Und das ist natürlich nicht so toll, weil auf diese Weise erleben wir nichts Neues oder wir entwickeln uns nicht weiter. Auch unsere Persönlichkeitsentwicklung wird nicht weitergehen, weil der Verstand immer nur sagt, das ist schon mal gut so. So sind wir auf Nummer sicher. Das heißt, der Verstand, das weiß man auch inzwischen, ist also ein sehr begrenztes Mittel, weil es ja nur auf begrenztes Wissen zugreifen kann. Und die Intuition zapft anscheinend ein anderes Wissen an, ein Wissen, das ebenfalls irgendwo vorhanden ist, in uns, um uns. Also auf jeden Fall ein Wissen, ein Universalwissen oder aber ein Wissen, das in uns steckt. Und inzwischen gibt es viele, viele Vermutungen, die man hat, unter anderem, weil die Epigenetik, also die Genetik und insbesondere die Epigenetik so viele Fortschritte macht. Inzwischen gibt es auch Vermutungen, worauf die Intuition vielleicht noch zurückgreift. Man hat nämlich festgestellt, dass unsere DNA nicht nur unsere ganzen Körper und unsere Organe aufbaut etc., sondern dass da wesentlich mehr Wissen steckt, nämlich das Wissen von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, unsere ganzen Ur- und Vorfahren. Und also auch nicht nur das genetische Material, sondern auch noch tatsächlich Erfahrungsmaterial, Emotionen, Bilder, also ganz, ganz viel, viele Dinge, die wir gar nicht bewusst wissen können, weil wir sie nicht bewusst in diesem Leben als Erfahrungsschatz haben. Und dennoch kann man inzwischen bis zu 21 Generationen rückwärts tatsächlich so ein Wissen auslesen. Man nimmt an, dass das Wissen noch wesentlich weitergeht, also dass in dieser Zelle wesentlich mehr an Informationen steckt, als man heute weiß. Und deswegen geht man davon aus, dass tatsächlich vielleicht die Intuition auch darauf zurückgreift und sich daraus tatsächlich ein gewisses Wissen holt. Und man geht heute sogar den umgekehrten Weg. Man versucht, in die Zelle ein Wissen hineinzubringen. Also hat man zum Beispiel versucht, indem man Bilder in die Zelle projiziert und sie anschließend wieder ausliest. Man hat dann zum Beispiel eine Hand oder ein Haus
als Bild in die Zelle hineingespeichert. Und das mutet so ein bisschen an wie die allerersten Fotografien, die man mal hatte, weil man konnte das also tatsächlich dort speichern und wieder auslesen. Aber es war natürlich so wie die allerersten Fotografien, als die entdeckt worden sind. Man sah die Hand ziemlich graupelig mit Umrissen und ein Haus. Aber man weiß inzwischen, ja klar, wir wissen es ja auch von der Fotografie, wie die entstanden ist. Der Anfang war noch so, dass man sagt, naja, also gut, toll ist es nicht, aber schön ist es. Aber revolutionär ist auf jeden Fall, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass in der Zelle das alles gespeichert ist und man das alles auslesen kann. Und deswegen versteht man zum Beispiel heute auch wesentlich mehr die Zusammenhänge, warum vielleicht zum Beispiel ein Mensch, der in Koma gefallen ist und wieder aufwacht, plötzlich eine Sprache spricht, die er gar nicht sprechen kann, hat er nie gelernt. Da scheint das Gehirn plötzlich ein anderes Wissen in uns anzuzapfen, also neue, andere Wege und Kanäle gefunden zu haben. Oder wenn jemand einen Hirntrauma hat, plötzlich kann der Dinge, die er nie gelernt hat. Und so sieht man inzwischen immer mehr Zusammenhänge. Und das hat natürlich auch ganz viel mit unserer Intuition zu tun. Intuition, da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, wo wir etwas in Erfahrung bringen, wie es sein wird. Also in der Zukunft, wie es uns dort ergehen wird. Und jeder von uns kennt diese kleine, leise Stimme, kann auch Bild sein oder Gefühl. Wir alle kennen das. Wir sind dann irgendwo mal auf eine Party gegangen und es war ganz schlimm und wir sagen dann, ah ja, das habe ich gleich vorher schon gewusst, das habe ich schon gefühlt, das haben wir schon gedacht. Genau, wir haben es vorgefühlt. Das ist nichts anderes als die Intuition. Oder wir denken an jemanden und da läutet das Telefon. Zufall oder ist das tatsächlich intuitiv gespürt worden? Also wir sehen schon, jeder von uns hat mit der Intuition bereits Erfahrungen gemacht. Leider können wir dann vielleicht diese Intuition nicht halten oder immer wieder wachrufen. Und genau das wollen wir ja in unserem Kurs gemeinsam machen. Wir wollen schauen, dass wir die Intuition ständig als Ratgeber zur Verfügung haben. Und wenn jetzt vielleicht einige von euch glauben, weil er ein Mann ist, naja, das ist eine Frauensache, Intuition, Frauen können einfach Intuition wesentlich besser erfassen und erfahren, dem ist nicht so. Man hat zum Beispiel einen Test gemacht, einen Versuch gemacht an 15.000 Personen, Männer und Frauen, und die sollten anhand von Bildern ein falsches Lächeln erkennen. Und man wollte feststellen, wie gut, wie intuitiv kann man tatsächlich sehen, ob das Lächeln wahr ist, echt ist oder falsch ist. Und in der Tat, beim ersten Versuch lagen die Frauen weit vorne, nämlich 77% der Frauen erkannten ein falsches Lächeln und nur 58% der Männer erkannten ein falsches Lächeln intuitiv. Aber als man dann das Ganze umdrehte und man den Bildern nur noch das Lächeln von Frauen zeigte, war plötzlich es genau umgekehrt. Dann waren die Männer stärker. Und man fand also heraus, dass tatsächlich Männer bei Frauen das falsche Lächeln wesentlich besser und leichter erkennen können, nämlich auch mit 76%, also 1% Unterschied, also fast gar keinen. Und Frauen können bei Männern. Also wir können immer das Gegengeschlechtliche, können wir super gut erkennen. Also das heißt, da wurde nachgewiesen, dass die Intuition bei Männern und Frauen gleich stark ist. Mit dem einzigen Unterschied, Frauen glauben eher daran, dass sie etwas erfühlen können und Männer nicht. Und man weiß heute, dass tatsächlich alleine die Überzeugung, ich kann es oder ich kann es nicht, allein darüber entscheidet, ob wir unsere Intuition zulassen oder nicht. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass wir uns die Intuition anschauen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Formen von Intuitionen. Es gibt also einmal die wissenschaftliche Intuition. Das ist das, diese Intuition zieht ihre Informationen aus dem tatsächlichen Wissen. Also wenn wir uns zum Beispiel sehr stark in ein Thema hineingearbeitet haben und eine große Erfahrung geschaffen haben in einem gewissen Bereich, dann ist es in der Tat so, dass wir gar nicht mehr rational ständige Dinge abwägen müssen, sondern wir intuitiv viele Abläufe erfassen.
und aus dem Bauch heraus entscheiden. Also zum Beispiel weiß man ja von Top-Managern, die entscheiden, wenn man sie fragt, hast du das abgewogen? Nein, nein, das war aus dem Bauch heraus. Da gibt es auch natürlich viele verschiedene Begriffe für Intuition. Also es gibt natürlich auch den Instinkt, den wir ja alle kennen. Wir können auch dazu sagen, Geistesblitz, den kennen wir auch. Und ich habe hier noch aufgeschrieben, die innere Weisheit. Also wir kennen sozusagen viele, viele Begriffe dafür. Und auch in dem Managerbereich wird die großen, auch in der Politik, werden die großen Dinge über den Bauch entschieden, über die Intuition, über das Gefühl. Und das spricht eben diese wissenschaftliche Intuition an. Das heißt, wenn wir in einem Bereich, nehmen wir einen Schachspieler, ein super guter Schachspieler, der kann natürlich so ein Spiel wesentlich intuitiver lesen, wo es hingeht, ohne dass er die nächsten 5 Schritte vorausberechnet. Er weiß bereits vieles. Oder ein Tennisspieler kann, wenn der ein super Profi ist, kann ein Spiel schon viel leichter und schneller intuitiv lesen. Also da ist es in der Tat so, dass wir aus einem Erfahrungsschatz, den wir uns angeeignet haben, viele Dinge intuitiv erfassen und gar nicht erklären können, warum wir das so entscheiden. Und meistens stimmt die Entscheidung. Oder ein Personalchef zum Beispiel, der einen Angestellten sucht. Und der hat bereits viele Erfahrungen mit, er hat oft in die Grütze gegriffen, aber auch ganz tolle Leute schon mal in die Firma geholt. Der kann auch schon wesentlich intuitiver erfassen, ob da jemand einfach nur so daherredet oder so ein Angeber ist oder ob da tatsächlich viel Wissen vorhanden ist. Also auch da wird ganz viel intuitiv entschieden, aber eben auf Erfahrungen, die der Einzelne gemacht hat. Worauf ich aber eigentlich viel eher hinaus möchte, denn ja klar, wir können natürlich sagen, okay, gut, dann muss ich einfach in einem Thema ganz viel lernen und mir ganz viel erarbeiten, dann kann ich in diesem Bereich vielleicht tatsächlich intuitiv viele Dinge entscheiden, aber eben nur in diesem Bereich und in allen anderen Bereichen des Lebens eben nicht. Dann müsste ich mir auch das alles reinschaffen und wir wissen, das geht gar nicht. Und deswegen ist die Form, die ich lebe und die ich gerne mit euch gemeinsam erarbeiten möchte, ist die spirituelle Intuition. Die spirituelle Intuition greift anscheinend ein ganz anderes Wissen ab. Man kann es nennen, wie man möchte. Man kann dazu sagen, es wird ein Universalwissen abgegriffen. Man kann auch sagen, dass wir uns mit dem kollektiven Unbewussten verbinden. Also wir können es nennen, wie wir wollen, aber wir holen anscheinend ein anderes Wissen in uns und um uns hervor. Und das zeigt sich tatsächlich. Und es gibt inzwischen auch ganz viele Experimente, die nachweisen, dass über diese spirituelle Intuition wir tatsächlich vorfühlen können, wir tatsächlich vorerfahren können und dass dies nichts mit dem Zufall zu tun hat, sondern es tatsächlich mehr als Zufall ist, sondern eine sehr hohe Treffgenauigkeit hat. Das heißt, es lohnt sich also total, denn wenn wir uns überlegen, wenn wir auf ein eigenes Wissen zurückgreifen können, das nur für uns da ist, das nur uns führt, weil einfach Wissen vorhanden ist, sei es von deinen Vorfahren, sei es, weil wir intuitiv Dinge erfüllen können, dann kannst du davon ausgehen, nur du hast dieses Wissen, kein anderer. Kein anderer hat deine Eltern, deine Großeltern, deine Lebensgeschichte, deine ganzen Ahnenreihe und keiner weiß, wie es sich für dich entwickeln wird, wenn du diesen Schritt gehst. Das kannst nur du erfahren und fühlen. Jemand anderer, für den sind andere Entscheidungen vielleicht wesentlich besser und toller und wichtiger und richtiger. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass du aufhörst, so viel auf andere Menschen zu hören, sondern wesentlich mehr auf dich selbst. Und eben nicht so viel auf den beschränkten Verstand, auch wenn er noch so toll ist, klar, wir können ja ganz viel damit tun, aber in den zukünftigen Entscheidungen, soll ich auf die Party gehen? Soll ich dieses Buch schreiben? Soll ich den Job annehmen? Soll ich mich mit diesem Menschen abgeben? Also wir haben ja ganz viele Entscheidungen, die wir gar nicht wissen können. Soll ich mit dieser Gruppe in den Urlaub fahren? Also wir sehen schon, es gibt unglaublich viele Dinge, wo wir, wenn wir dann mit dem Verstand rangehen, ja, da können wir ja jahrelang vor- und zurückdenken. Intuitiv
wissen wir es sofort. Und diese Intuition kann man lernen. Und ich persönlich richte mich seit vielen Jahren nur danach. Das ist manchmal für die Familie nicht so erquicklich, weil ich erstmal reinspüre und dann Ja oder Nein sage. Und inzwischen weiß aber meine Familie, Gott sei Dank, dass das eine Instanz ist in mir, die für mich super richtig ist. Und deswegen diskutieren wir auch gar nicht mehr groß darüber, sondern es wird als ein wesentliches Entscheidungsmerkmal in unserer Familie angenommen. Und wir alle fahren super gut damit. Also, wie kann man Intuition lernen? Nun, indem wir mal lernen, dass wir auf diese kleine, leise Stimme ein bisschen hören, die sich da in uns meldet. Wobei ich anmerken möchte, dass es nicht unbedingt eine Stimme sein muss. Also bei jedem meldet sich die Intuition ein bisschen anders. Sie kann sich zum Beispiel auch als Bild melden oder als kleinen Film melden oder natürlich auch als ein Gefühl. Wesentlich ist dabei immer, dass sich diese Intuition nur dann meldet, wenn wir tatsächlich zuhören können. Also wenn wir zum Beispiel angespannt sind, können wir mit Sicherheit nicht diesem kleinen, leisen Gefühl, dieser Stimme, diesen leichten, leichten Bildern, den können wir dann bestimmt nicht wahrnehmen, ist ja klar. Also wenn wir gerade irgendwo in einem Problem stecken, wenn wir dringend nach einer Lösung suchen, dann weiß man inzwischen, dann kommen ja Ängste und Zweifel dazu und dann die Hektik und dann wird alles enger. In der Tat wird alles enger, weil nämlich auch unser Wahrnehmungsfilter immer kleiner wird. Man weiß, wenn man heute Angst hat, dass der Wahrnehmungsfilter, der ja riesig sein kann, wenn wir ihn auch ein bisschen trainieren, dann wird der immer schmäler und immer kleiner. Und wir kennen das auch an uns. Also wenn wir Angst haben oder Zweifel oder Neid oder Eifersucht, dann denken wir nur noch in dieser schmalen Spur und wir sind nicht mehr offen für andere Möglichkeiten, die vielleicht auch noch dazu kommen könnten. Also das ist vielleicht das einzig Schwierige, um an unsere Intuition ranzukommen, dass wir entspannt sein sollten. Also das heißt, auch wenn ein Problem da ist, dass wir einfach mal das Problem sein lassen, wie es ist, und uns zurücksetzen und in die Entspannung gehen. Denn erst wenn wir loslassen und ausatmen, erst dann können wir überhaupt spüren, was geht hier eigentlich ab. Was spüre ich, wäre gut für mich. Wenn ich dagegen in diesem engen Kanal bleibe, das kennen wir alle, dann versuchen wir Dinge zu erzwingen, zu erkämpfen. Wir fühlen uns nicht gut, es ist nicht mal der Gesundheit förderlich, etc. etc. Also wir werden eigentlich immer engmaschiger. Und damit auch wird die Möglichkeit, die richtige Lösung zu finden, immer kleiner. So, und das Erste, was wir mal tun wollen, ist, dass wir überhaupt mal feststellen, da gab es doch schon mal die Intuition, die hatte ich doch schon mal öfters erfahren und gehört. Also das heißt, wir wollen zwei Dinge machen. Wir wollen natürlich mal schauen, wie kann ich denn bitte schön meine Intuition hören. Aha, in der Entspannung, das ist das Erste, was ich erfahren habe. Aber wesentlich ist auch, dass ich weiß, dass es die Intuition gibt. Und da müssen wir uns einfach mal so ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen daran denken, was gab es denn für Momente, wo du deine Intuition gespürt hast. Die gab es bestimmt. Also du hast vielleicht jemanden getroffen und du wusstest, dieser Typ, ah, das ist ein Idiot, ah, ich kann den, ich mag den nicht. Und dennoch hast du dich auf ihn eingelassen, vielleicht beruflich oder privat, und dann nach einem Jahr festzustellen, boah, das ging ja Schlingen aus. Das habe ich doch gleich gewusst. Ich habe es doch damals schon gespürt, schon gefühlt. Also da haben wir vielleicht schon mal Kontakt gemacht mit unserer Intuition. Und jetzt überleg mal so Situationen. Gab es da welche, wo du bereits vorher schon gedacht hast, nee, lieber die Finger davon lassen. Oder wo du gedacht hast, oh, mach das. Und dann hat sich rausgestellt, ja, gut, dass du es gemacht hast. Und du sagst dann, ja, das habe ich gewusst, dass das gut ausgeht. Ja, das habe ich gespürt, dass dieser Weg richtig ist für mich. Also geh mal so ein bisschen rein, und überleg mal so ein bisschen, wo gab es denn in deinem Leben bereits schon Situationen, wo du Kontakt gemacht hast mit deiner Intuition und vielleicht nicht darauf gehört hast oder vielleicht hast du darauf gehört, aber erst später erst richtig realisiert hast, genau das, da gab es den Moment, da habe ich schon mal
das so gespürt? Und dann könnten wir uns auch fragen, ob es diese, sagen wir mal, Eingebung, die du da erfahren hast, ob du die auch mit dem Verstand hättest so wahrnehmen können oder so erkennen oder fällen können. Also hättest du diese Entscheidung auch, wenn du nur mit dem Verstand rangegangen wärst, hättest du das auch so machen können. Da wirst du wahrscheinlich schon mal sehen, dass es da einen großen Unterschied gibt. Zum Beispiel, du hast jemanden kennengelernt, hat es gemacht, irgendwie hat sich irgendwas in dir enger oder kleiner oder es wurde so. Und du hast dich trotzdem darauf eingelassen. Und eingelassen hast du dich mit Sicherheit, weil der Verstand gesagt hat, das ist gut und das ist förderlich und das ist toll, weil, und hat tausend Gründe gefunden. Also hat der rationale Verstand vielleicht deiner Intuition widersprochen und du hast später festgestellt, da hat der Verstand eigentlich nicht unbedingt die absolute Wahrheit erkannt. Es kann aber auch sein, dass dein Gefühl damals, dem du nachgegangen bist, richtig war und hat sich später als richtig herausgestellt. Also das wäre mal ganz gut, dass wir uns einfach bewusst machen, wir hatten immer wieder solche Momente. Die gibt es immer und immer wieder in unserem Leben. Wir wollen aber eine Beständigkeit haben. Ach, übrigens fällt mir noch ein, die Intuition, da gibt es noch ein super Mittel, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Also zum Beispiel, manche bekommen ja einen Schüttelfrost, wenn sie die Wahrheit hören oder... Dann gibt da so eine Gänsehaut plötzlich. Oh, manche sagen dann auch, schau mal meine Haare, schau mal. Genau. Also wir sehen schon, die Intuition meldet sich über den Körper. Ich zum Beispiel, bei mir ist es ganz seltsam, wenn ich spüre, das ist die tiefe Wahrheit, dann werden meine Augen feucht. Also ist natürlich jetzt nicht so doll immer, wenn man dann irgendwie mit feuchten Augen steht, weil man das tiefe Gefühl hat, das ist richtig so. Jemand sagt etwas wundervoll Wahres, etwas, was mich beseelt, dann werden meine Augen feucht. Also das ist zum Beispiel für mich auch ein ganz klares körperliches Zeichen. Ne? Also der erste Schritt überhaupt ist Vertraue, dass es eine Intuition gibt. Vertraue darauf, dass auch du eine Intuition hast. Jeder Mensch hat einen eigenen inneren Führer und der meldet sich in ganz verschiedenen Varianten. Der kann eine zarte Stimme haben, es kann ein Bild sein, es kann ein Film sein, es kann alles Mögliche sein. Das musst du herausfinden. Es kann Gänsehaut sein, feuchte Augen sein, Botschaften sein, es können Emotionen sein, die plötzlich hochkommen. Es kann Erfahrungen sein, die du vielleicht gar nicht haben kannst, aber da entsteht plötzlich etwas, wo du etwas... Es kann sein, dass das von deinen Vorfahren ist, die dir dieses Wissen zur Verfügung stellen, in diesem Weg weiterzugehen, ist super, ist wundervoll. Und heute möchte ich mit euch, wir haben ja gesagt, wir machen einen kleinen Minikurs, also es wird mehrere Folgen geben, wo ich euch ganz viele Übungen zeige und natürlich Tipps gebe. Und ich will aber die einzelnen Videos nicht zu sehr vollpacken mit vielen, vielen Übungen, weil das wissen wir, wenn viel da ist, machen wir nichts, sondern ich will heute eine einzige Übung mit euch machen. Und damit wir dann anschließend das vielleicht eine Woche lang immer wieder mal machen können und üben können. Denn die Intuition, das eine darüber zu hören und darüber zu lesen oder einfach zu erfahren, ist toll. Die Intuition entwickeln bedeutet aber, dass wir tatsächlich aktiv etwas tun. Und da kannst du eigentlich gleich schon mal deine Intuition fragen. Soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Also, frag doch einfach mal dich, geh doch mal in dich hinein, schließ mal kurz die Augen und geh einfach nur rein und überlege dir, soll ich das Video weiter anschauen? Wie spürt sich das an? Erfährst du was Neues? Oder es kann auch sein, dass das Gefühl kommt, nee. Also, was kommt als erstes hoch? Möchtest du mit deiner Intuition Kontakt machen? Oder vielleicht auch nicht? Aber es wird sofort etwas hochkommen in dir. Und dieser Punkt ist sehr wesentlich. In unseren Seminaren zum Beispiel machen wir ganz viel und ganz oft solche Intuitionsübungen.
auch Wahrnehmungsübungen. Und die sind immer wieder überraschend, weil wir tatsächlich mehr wissen, mehr sehen, als wir glauben. Wir sehen jemanden und wissen bereits ganz viel über ihn. Wir können es auch artikulieren und aufschreiben und gegenseitig austauschen. Und immer wieder gibt es dann große Überraschungen. Wie, das habe ich bereits gesehen. Wir haben zum Beispiel so eine Übung, wo zwei Menschen, also wenn die Übung beginnt, dann ist ja ein Seminar ist ja groß, dann sind dann da 100, 150 Leute. Und wir bitten dann die Menschen, ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt nichts mehr zu sagen. Und die sollen durch den Raum rumlaufen und nur durch Augenkontakt sich einen Partner suchen, das ist eine Zweierübung, und die sollen aber auf keinen Fall mit diesem Menschen reden. Also nicht sagen, hey, hallo, ich bin Anke und du, ha, Peter, schön. Nein, es wird nichts gesprochen. Sondern diese beiden Personen per Blickkontakt nicken sich zu, setzen sich hin, sagen kein Wort. Und dann soll jeder den anderen anschauen und aufschreiben, was er über den anderen Menschen weiß, den er nicht kennt, den er vielleicht zum ersten Mal sieht. Erstaunlich, was wir alles wissen, wenn wir uns darauf einlassen. Also wenn du Lust hast, kannst du mal gerne auch zu so einem Seminar kommen. Da machen wir ganz viele solche Sachen, wo wir die Intuition super gut schulen. Heute, jetzt möchte ich mit euch eine Wahrnehmungsübung machen, dass wir überhaupt mal anfangen, achtsam zu sein. Was sagt denn mein Körper eigentlich? Wir haben ja schon gehört, die Intuition ist ein Gefühl und Gefühle äußern sich über den Körper. Also das spüren wir ja meistens auch. Wenn wir ängstlich sind, spüren wir es ja auch am Körper. Oder wenn wir euphorisch sind. So, also wir spüren, wie der Körper sich ausweitet oder wie er enger wird. Also der Körper spricht mit uns in ganz vielen Dingen. Und wir hören meistens nur nicht auf diesen Körper. Und das wollen wir jetzt mal gucken. Wie ist denn das eigentlich mit meinem Körpergefühl? Und diese Übung habe ich auch in einem meiner Bücher sehr ausführlich beschrieben, wo es auch um diese Achtsamkeitsübung geht. Und zwar habe ich, glaube ich, im 6-Minuten-Coach Selbstvertrauen geschrieben. Denn Selbstvertrauen ist genau das, was wir benötigen. Wir sollten darauf vertrauen. Ja, ich habe eine Intuition. Ich besitze sie. Und ich kann sie hören. Also das ist das allererste, dass wir uns darauf einlassen. Ja, ich besitze es. Und ja, ich besitze das Wissen der gesamten Ahnengalerie. Denn immerhin bist du das letzte Glied. Alle haben gelebt, damit es dich gibt. Alle haben sich fortgepflanzt. Die Urgroßeltern und wer ist am Schluss der Kette? Du bist der Gipfelpunkt, du bist das Tollste. Und all das, was sie gelitten haben, erfahren haben und was sie gelernt haben, ist in deiner Zelle, ist in deinen Genen. Wie genial ist das? Und nun sagen wir, okay, dann wollen wir doch mal ein bisschen von dem hochholen. Das heißt, dass wir da achtsam umgehen sollten. Also in die Achtsamkeit gehen sollten. Und das tun wir jetzt. Was wir jetzt tun ist, ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade bist, ob du jetzt auf einem Stuhl sitzt oder auf dem Sofa sitzt oder vielleicht im Bett liegst. Aber was auch immer du jetzt gerade bist, also auf dem Stuhl, dann setz dich entspannt hin und stell die Beine gerade aus. Oder wenn du liegst, einfach dich entspannt hinlegen und du kannst die Augen schließen. Klar, wäre am schönsten. Du kannst aber auch die Augen auflassen, aber dann einfach ein bisschen in die Unschärfe gucken und dann einfach nur mal wahrnehmen, was passiert eigentlich gerade um dich herum. Was hörst du zum Beispiel? Wir werden feststellen, wir hören viel. Da gibt es vielleicht einen Eisschrank, der gerade läuft, vielleicht ein Vogel, der draußen zwitschert. Vielleicht mäht irgendjemand Rasen oder ein Auto fährt vorbei oder ein Flugzeug. Vielleicht hören wir im Haus irgendwo eine Tür zuknallen. Also was genau hörst du? Vielleicht schließt du doch die Augen, damit du besser hörst. Gibt es irgendwie ein Grundbrummen bei dir im Haus? Ein Knacken? Also wir sehen schon, oder ein Hund, der irgendwo weit bellt, oder reden Menschen? Plötzlich
nehmen wir wahr, dass wir viel hören, ständig und unentwegt. Und dann beobachte mal so ein bisschen deinen Atem. Wir atmen ja ständig. Und dann atme mal ein, ganz bewusst, ohne dass du es erzeugst. Einfach nur beobachten, was macht denn der Körper, wenn er einatmet? Was macht der Körper, wenn er wieder ausatmet? Und wahrscheinlich merkst du schon, dass in dem Moment, wo du es beobachtest, möchtest du es auch schon wieder kontrollieren. Jetzt atme ich bewusst ein und bewusst aus? Nein, gar nichts. Und wir merken vielleicht schon, das fällt uns gar nicht so leicht, nur zu beobachten. Wir sind ja Akteure, wir tun ja ständig was. Also einfach mal den Atem beobachten. Wie kommt der rein? Und wie geht der wieder raus? Wir atmen frische Luft ein. Und wir atmen Schadstoffe wieder aus. Der Körper atmet ganz viel Schadstoffe aus, die wir nicht mehr brauchen. Wie genial ist das denn? Und wenn du jetzt so sitzt oder liegst, dann spür mal rein, wo machst du denn Kontakt mit dem Stuhl oder dem Sofa oder dem Bett? Welche Hautflächen machen Kontakt und wie spürt sich das an? Auch deine Position ein bisschen verändern und dann merkst du, das spürt sich schon wieder ganz anders an. Und nimm das ganz bewusst wahr, was passiert eigentlich, wenn du das Gewicht ein bisschen nach links verlagerst oder ein bisschen nach rechts. Das spürt sich ganz anders an. Und dann beweg dich mal nur minimal. Was passiert denn da? Und wir spüren, dass es deutlich anders ist. Und zum ersten Mal spüren wir etwas Leises, Stilles. Und dann fühl mal ein bisschen hinein, was ist denn noch so in deinem Körper? Bist du angespannt? Bist du entspannt? Bist du verkrampft? Merkst du eine Anspannung im Körper? Tut dir irgendwas weh? Zwickt was? Ist es dir kalt oder ist es dir warm? Wie spürt sich denn deine Kleidung an, wenn du welche anhast? Wenn du im Bett liegst vielleicht, wie spürt sich die Bettdecke an, die auf dir liegt? Spürt sich ganz anders an, wenn du keine Decke hast. Vielleicht spürst du dein Hemd oder dein T-Shirt, den Gürtel oder die Hose. Einfach mal reinspüren. Und schon sind wir beim ganz feinen Spüren. Und wenn du merkst, ja, da gibt es Ängste oder Zweifel, dann gehen wir jetzt nicht diesen Zweifel nach. Warum sind die Zweifel da? Wie sind sie entstanden? Nein, wir gehen nur dem nach, wie spürt es sich an. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, was zeigt dein Körper an, wenn du ängstlich bist?
Was zeigt dein Körper an, wenn du voller Freude bist? Wenn du zweifelst, wenn du fröhlich bist, wenn du glücklich bist. Unser Körper sendet ständig andere Signale. Und wenn du jetzt so das Gefühl hast, da gibt es eine gewisse Besorgnis oder Angst, wo sitzt denn diese Angst? Wo spürst du die? In den Schultern? Am Nacken? In den Schläfen? Im Kopf? Im Brustkorb? Am Herzen? Im Magen? Bauch? Im Unterleib? Vielleicht auch in den Beinen? Der Körper spricht mit uns. Der Körper hat verschiedene Möglichkeiten, uns seine Gefühle zu äußern und zu zeigen. Beobachte einfach nur, du musst nichts tun, beobachte einfach nur, wenn du ein Gefühl entdeckt hast. Was macht das Gefühl mit deinem Körper? Und was macht dein Körper mit diesem Gefühl? Fokussierst du dich wieder auf deinen Atem, denn der ging jetzt ganz selbstständig weiter. Und dann gehst du nochmal in den ganzen Körper hinein. Wie fühlt sich der ganze Körper an? In dem Moment, wo du sitzt oder liegst. Und dann gehst du wieder zu den Stellen, die den Stuhl berühren oder das Sofa oder das Bett. Spür da mal genau rein. Und dann hörst du wieder, was hörst du noch alles? Wir gehen dann wieder in die Außenwelt. Und dann sind wir langsam wieder hier. Dann kannst du deine Augen öffnen, dich aufsetzen oder dich strecken. Das mag der Körper auch sehr gerne. Mehr müssen wir am Anfang überhaupt nicht tun. Wir glauben immer, wir müssen unglaublich viel tun. Nein, die Intuition schulen wir, indem wir lauschen, indem wir hören. Indem wir zum Beispiel unserem Körper zuhören. In den nächsten Folgen werde ich ganz viele Übungen euch zeigen, wie wir unsere Intuition außen schulen können. Unsere Wahrnehmung so schulen können, dass wir ihr vertrauen, dass wir wissen, ich sehe dahinter. Ich sehe hinter den Menschen, ich sehe hinter den Kulissen. Ich weiß unglaublich viel, wenn ich richtig hinschaue. Wir alle wissen unglaublich viel. Aber wenn wir nur aus dem Verstand heraus agieren, sind wir sehr limitiert. Und die ganze erste Woche jetzt wollen wir nichts anderes tun, als vielleicht immer wieder kurz in dieses Körpergefühl hineingehen. Intuition äußert sich auch durch den Körper. Und du kannst dann auch herausfinden, wie sich deine Intuition äußert. Hörst du eine leise Stimme? Siehst du Bilder? Siehst du Filme? Hast du ein Körpergefühl, das sich vielleicht im Herzen, im Magen, im Bauch, in den Schläfen oder als Schüttelfrost meldet? Vielleicht werden deine Augen auch feucht.
Das wollen wir alles herausfinden. Also du hast einen ganz klaren Gradmesser. Und den wollen wir hochkitzeln. Dann hast du nämlich deinen eigenen Führer, der für dich zuständig ist. Deinen Führer. Und ich sage dir schon jetzt, dieser Führer weiß genau, was du brauchst, weiß, wo dein Weg hingehen soll. Und dieses kleine Achtsamkeitstraining sollten wir wirklich tatsächlich die ganze Woche immer und immer wieder mal tun. So vielleicht jeden Tag, in der Früh oder am Nachmittag, immer dann, wenn du entspannen kannst. Du kannst es natürlich auch genauso gut in der U-Bahn tun. Mal gucken, wie ist es eigentlich, wenn ich da sitze? Was spüre ich eigentlich? Was spüre ich denn? Denn die Intuition meldet sich überall. Im Flugzeug, im Auto, im Zug. Also ich muss nur kurz Hallo sagen. Dann ist sie da. Und genau da willst du ja auch hin. Nur kurz Hallo sagen. Und dann die Informationen. Aber vorher müssen wir wissen natürlich, wie melden sich diese Informationen bei dir. Und dann können wir noch etwas ganz Schönes machen, nämlich am Abend, wenn du zu Hause bist, dann schreib doch mal auf, was hattest du eigentlich für Gefühle an diesem Tag? Wie habe ich heute eigentlich gefühlt? In der Früh, mittags, abends? Was sind da eigentlich für Gefühle aufgetaucht? Intuition ist ein Gefühl. Also wir lernen auf unseren Körper zu hören und wir lernen auf unsere Gefühle zu achten. Der nächste Schritt ist dann, wie meldet sich die Intuition? Aber zuerst müssen wir feinhörig, feinfühlig werden. Und das geht ganz einfach. Allerdings solltest du das wirklich jetzt immer und immer wieder machen. Einfach dich hinsetzen, hinlegen. Was spüre ich? Was sagt mir mein Körper? Was will mir mein Körper mitteilen? Was will mir meine Intuition mitteilen? Und auch da ist es gar nicht wesentlich, dass du deine Gefühle, die du vielleicht aufschreibst, bewertest. Nein, 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 nein. Sondern was hattest du für Gefühle? Warst du wütend? Meistens werden wir dann feststellen, dass Wut, dass die meisten Gefühle überhaupt nie alleine daherkommen, sondern immer als ein Mischmasch an Gefühlen ist. Und Wut hat dann ganz oft mit Neid zu tun, mit Eifersucht zu tun, mit Hektik, mit Mangel, es ist nicht genug da, mit Zurückweisung. Also da gibt es ein Sammeln an Gefühlen. Das ist super mal herauszufinden, dass ein Gefühl selten alleine kommt, sondern meistens noch ein zweites, drittes, viertes mit dabei ist. Also es gibt unglaublich viel zu entdecken. Und da bewerten wir aber nicht, sondern wir beobachten nur. So, und genau damit würde ich dich heute jetzt entlassen. Ich danke dir für deine Zeit. Und ganz toll ist es, wenn du natürlich jetzt hier in den Kommentaren reinschreibst, wie es dir geht. Wie geht es dir am ersten Tag? Wie geht es dir, nachdem du diese Übung gemacht hast? Wie geht es dir nach 2 Tagen? Wie geht es dir nach 5 Tagen? Und dann, beim zweiten Video, gehen wir natürlich dann einen Schritt weiter. Und ich habe schon erzählt, geben ist seliger denn nehmen. Geben ist wundervoll. Also vielleicht teilst du dieses Video allen anderen mit oder teilst es für sie, damit sie auch in ihre Intuition kommen. Stell dir vor, wenn wir eine Welt sind von Menschen, die intuitiv erspüren, was richtig ist, dann gibt es diese ganzen Neid und Eifersucht nicht mehr und diesen Hass und der Glaube, es ist nie genug da. Nein, wenn wir in unserer Intuition sind und dieser Intuition vertrauen, passiert das Beste für uns, das Richtigste für uns. Ein wundervoller Weg und dann ist da wenig Platz für Gier und noch mehr. Nein, weil das ist ja, wie wir ja allein die Geste schon zeigt. Das will der Körper gar nicht und das will die Intuition gar nicht und du willst es auch nicht.
Was willst du? Dieses Er. Und stell dir mal vor, da gibt es noch deinen Freund, deine Freundin, deinen Partner, deine Kinder, deine Eltern, die auch lernen, auf ihre Intuition zu hören. Was für eine Welt wäre das? Das wäre deine Welt. In meiner Welt ist es so, dass die meisten auf ihre Intuition hören. Und ich sage euch, es ist beseelend, es ist toll, es ist wundervoll. Also, ich freue mich, wenn du das Video teilst und ganz viele Menschen diesen kleinen Minikurs machen und wir anschließend durch die Welt laufen und unserer Intuition lauschen. Also, vielen Dank für eure Zeit und euer Interesse. Alles Liebe. Euer Pierre.